Ja, also auf jeden Fall, aber nicht nur die Spielerinnen, sondern auch die Vereinstrainer, die eben darauf achten, dass unsere Spielerinnen trotzdem, obwohl viele Spiele sind, gerade jetzt was Frankfurt und Wolfsburg angeht, dass sie trotzdem im Ausdauerbereich weiterarbeiten. Und das ist ja das, was wichtig ist für unsere Spielerinnen, dass wir eben einen guten Ausdauerwert haben, um überhaupt dann im Sommer ein Turnier überstehen zu können. Und das ist gut. Das ist auch wichtig und das muss auch sein. Ja, das ist aber ja nichts Neues. Das ist ja das, wovon wir die ganze Zeit sprechen, dass das so ist, wie es ist. Und von daher habe ich mich schon lange damit abgefunden, dass es so ist. Ich würde mich aber auch freuen, wenn Frankfurt und Wolfsburg ins Champions League-Finale kommen würden. Das ist immer wichtig für eine Spielerin auch und tut auch gut und ist auch gut für Selbstvertrauen. Und diese Spiele tun einfach gut. Natürlich wird es auf jeden Fall so sein, dass wenn wir uns am 18. Mai treffen, wir nicht mit einem Trainingslager beginnen können, sondern dass wir da auch erstmal wieder regenerieren müssen. Aber wir haben ja auch noch andere Spielerinnen, nicht nur von Frankfurt und Wolfsburg. Sprich, die anderen Spielerinnen, die haben jetzt noch 3 Ligaspiele und dann ist es zu Ende. Und die müssen natürlich schauen, dass sie dann diese Zeit nutzen, um eben in der Ausdauer zu arbeiten. Ja, also genau. Also wenn wir uns am 18. Mai treffen, dann müssen wir erstmal vorher, bevor ich einlade, muss ich erstmal wissen, wer hat wie lange nicht trainiert. Also da werde ich mich ganz genau kundig machen und die Spielerin auch anrufen, beziehungsweise mit den Trainern sprechen. So, und dann lade ich ein und dann wird ja wieder unser normaler medizinischer Check gemacht und dann werden wir sehen, welche Spielerin angeschlagen ist und wie schlimm angeschlagen. Dann muss es natürlich eine Deadline geben, ab wann die Spielerin wieder ins Training einsteigen muss. Und wenn sie das nicht schafft, dann muss ich mich sicherlich für eine andere entscheiden. Fakt ist, dass wir die ersten 3 Tage wirklich erst mal schauen müssen, dass wir, wenn jetzt Frankfurt und Wolfsburg ins Finale kommen, dass wir da wirklich ein bisschen langsamer angehen lassen und vielleicht erst so ein bisschen auf teambildende Maßnahmen arbeiten.